Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute Räuberdatschi mit Apfelmus machen und wir fangen auch gleich an. Für das Apfelmus braucht ihr ein paar Äpfel, etwas Zucker, etwas Zitronensaft und ein bisschen Wasser. Für die Räuberdatschi braucht ihr einige Kartoffeln, Salz, Pfeffer, eventuell etwas Cayennepfeffer, Muskatnuss und eventuell ein Ei. Wir beginnen als erstes mit dem Apfelmus. Dazu schälen wir und entkernen wir die Äpfel, schneiden sie dann in grobe Würfel und geben sie gemeinsam mit ein bisschen Wasser, Zitronensaft und dem Zucker in einen Topf. Und je nachdem, wie groß ihr sie geschnitten habt, müsst ihr sie dann 10 Minuten, eventuell auch 20 Minuten kochen. Und währenddessen kann man dann die Räuberdatschi vorbereiten. Bei den Räuberdatschi fange ich jetzt damit an, dass ich die Kartoffeln schäle und sie in kaltes Wasser lege, damit sie mir nicht braun werden. Dann reibe ich sie mit einer Reibe auf. Gebe sie in eine Schüssel, salze, pfeffere sie, gebe eventuell den Cayennepfeffer und die Muskatnuss dazu. Und wer eben das Ei mitverwendet, kann auch das Ei mit reingeben. Ihr könnt aber auch einfach nur Eigelb verwenden. Und dann guckt ihr einfach, wenn ihr das Ganze vermischt, dass das eine zusammenhaltende Masse ist. Und dann gehen wir einfach zum Ofen, wo wir sie dann formen und rausbraten. Jetzt nehmt ihr eine Pfanne, gebt ein bisschen Öl rein und dann nehmt ihr, je nachdem wie groß ihr die Räuberdatschi haben möchtet, die Menge an Kartoffelmasse, die ihr dafür braucht. Macht sie nicht zu dick, sonst werden sie euch nicht durch. Und dann bratet ihr sie einfach in der Pfanne an, dreht sie um, bratet die zweite Seite ebenfalls an. So, das war's zu den Räuberdatschi und zum Apfelmus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, findet ihr das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich würde es natürlich interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise was ihr vielleicht ein bisschen anders da macht, damit es euch schmeckt. Und ja, eigentlich war es das dann für diese Woche. Ich habe nur noch das Video von letzter Woche verlinkt, die Tomatensuppe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!